Ja, liebe Wunderland-Teilnehmer, liebe Kinder, liebe Erwachsene, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Wunderland-Video. Normalerweise beginnen wir immer mit dem fröhlichen Lied Einfach Spitze. Aber ich muss sagen, mir persönlich ist gar nicht danach, einfach Spitze zu singen. Im Moment passiert so viel Schlimmes auf der Welt, da kann ich nicht einfach sagen Spitze. Ich habe aber ein anderes Lied für euch, wo auch dieses eine Wort Frieden vorkommt. Und das möchte ich euch gerne mal vorsingen. Das ist eine Liedzeile und die kann man ganz oft singen. Vielleicht habt ihr Lust, dann mitzusingen. Der Text wird unten eingeblendet. Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Dann gern mitsingen. Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Nochmal. Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Schön, dass ihr da seid, in euren Wohnzimmern zu Hause. Und schön auch, dass jetzt in unserer Feier Gott bei uns ist. Zum Zeichen dafür, lasst uns die Kerzen anmachen. Sie macht uns auch eine an. Und wir beginnen unsere Feier. Ihr könnt mitmachen, ihr kennt das Kreuzzeichen. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Gott, danke, dass du jetzt da bist. Das Licht erinnert an dich. Du bist warm. Du bist wie die Sonne. Du liebst uns. Danke, dass du jetzt bei uns bist. Alle in den Wohnzimmern, die Mamas und Papas, die Kinder, wir alle kommen jetzt vor dich und feiern deine Liebe. Wir beten, wie groß du bist. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Amen. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig. Du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig. Gespannt, was es heute in unserem Wunderland zu entdecken gibt. Wollen wir uns mal auf Entdeckerreise machen? Schau mal da vorne. Da ist ein goldenes Band, eine goldene Schnur. Lass uns mal schauen, wo die uns hinführt. Ne? Magst du die Schnur entlanglaufen? Eine Schatztruhe. Wow, die sieht schon ganz alt aus.
und die goldenen Sterne da drauf. In Schatztruhen, da packt man ja immer Dinge rein, die ganz wichtig sind und ganz wertvoll. Und ich bin wirklich gespannt, was in unserer Schatztruhe heute drin ist. Traust du dich, die Schatztruhe aufzumachen? Ja. Mal schauen. Oh, zeig mal, was du da gefunden hast. Das ist ja cool. Eine goldene Perle. Und was für eine schöne, goldene, große, glänzende Perle. Ich glaube, die ist ganz, ganz wertvoll. Gold ist ja die Farbe der Könige und der Königinnen. Und ganz wertvoll, viel wertvoller als Geld eigentlich, ne? Und so eine große, schöne Perle. Ich bin echt gespannt, was sie zu bedeuten hat. Magst du die mal an dein Ohr halten? Kann man da was hören? Ja? Die goldene Perle. Wir wollen mal schauen, was die mit Gott zu tun hat. Okay? Ja. Magst du sie halten? Sehr gut. Die Frieda hat also in der Schatztruhe eine goldene Perle gefunden. Und die Rosi hat gefragt, was diese goldene Perle mit Gott zu tun hat. Wir haben eine Perle aus Gold, wir haben aber auch noch andere Perlen, die liegen hier. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, wie wir die Kerze angezündet haben. Schaut euch mal dieses Perlenarmband an. Wunderschön, bisschen groß, damit man es alles gut sehen kann. Und wenn ihr richtig guckt, da ist genau diese goldene Perle dabei. Es sind andere Farben dabei. Es sind so ovale Perlen, weiße, eine blaue, zwei rote, eine grüne, nochmal zwei weiße und eine schwarze Perle. Und dieses Perlenarmband, das soll uns jetzt ein bisschen begleiten, auch im Gottesdienst und in der Gemeinde zum Guten Hirten, auch über das ganze Jahr. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, was hat es mit diesen ganzen Perlen auf sich? Und vor allem, wer hat dieses Armband oder dieses Perlenband erfunden? Wer hat dieses Armband wohl erfunden? Ich finde es wunderschön. Ich erzähle euch, wie das war. Das war ein Mann, der hieß Lönnebo, ein Schwede. Und er war schon älter. Und er wollte mal Urlaub machen und reiste mit einem Schiff in den Urlaub. Er wollte mal richtig Zeit haben, da wo kein Telefon klingelt, da wo ihn niemand stört, wo er in Ruhe mal in ein Buch aufschreiben kann, all die wunderbaren Geschichten, die er mit Gott erlebt hatte. Der Lönnebo hatte nämlich viele Geschichten mit Gott erlebt. Sein ganzes langes Leben, ganz schöne Geschichten. Und da hat er sich vorgestellt, ich fahre mal in Urlaub, wo ich meine Ruhe habe, und dann schreibe ich die ganzen Geschichten in ein großes Buch. So war sein Plan. Aber auf dem Schiff war dann auf einmal ein ganz schlimmer Sturm. Der wurde immer ärger und immer schlimmer. Ganz hohe Wellen. Und selbst der Kapitän wurde ganz nervös. Und irgendwann war der Sturm so schlimm, dass beinahe alle ertrunken wären. Und dann sagt der Kapitän, wir müssen irgendwo anlegen, egal wo, Hauptsache wir ertrinken nicht. Und in der Nähe haben sie Land gesehen und da war tatsächlich eine Insel. Und sie ruderten und segelten so gut sie konnten dahin und machten das Tau dann am Hafen fest, dass das Schiff in dem Sturm festgehalten wird. Oh, und dann waren sie froh, ganz erleichtert, dass sie aussteigen konnten und wieder geraden Boden unter den Füßen hatten. Sie sind ausgestiegen und keine Ahnung, wo sie überhaupt sind, was das für eine Insel war. Der Sturm wurde dann besser. Der Lönnebo ist erstmal ins Bett gegangen, hat geschlafen und am nächsten Tag, da war auch sogar wieder ein bisschen Sonne. Da hat er sich an den Strand gesetzt. Er wusste, er muss jetzt so lange hier bleiben, bis der Kapitän weiterfährt. Er hat also Zeit. Dann hat er sein Buch aufgeschlagen und wollte anfangen, die Geschichten von Gott aufzuschreiben, aber sein Kopf war wie leer. Es fiel ihm irgendwie gar nichts ein. Er war so ganz dumm im Kopf von dem Sturm noch. Und wie er dann so durch die Gegend guckt, am Hafen, sieht er einige Fischer. Die haben da ihre Boote reingeholt, ihre Netze und hat ihm so bei der Arbeit zugeschaut.
Und dann hat er gesehen, wie sie sich zur Pause in die Sonne an den Strand gesetzt haben. Dann hatten sie so Perlenarmbänder in der Hosentasche. Mit denen haben sie immer gespielt. Und es hat so hübsch geklappert. Und manchmal hat er auch gesehen, wie ihre Lippen sich bewegt haben, als ob sie so dabei was murmeln. Vielleicht ein Gebet? Zu jeder Perle ein Gebet? Das sah wunderschön aus. Und da hatte er die Idee, ja, Bücher gibt's doch eigentlich genug. Ich schreibe kein Buch mit den Geschichten von Gott, sondern ich erfinde das Perlenarmband. Und zu jeder Perle suche ich eine Geschichte aus von Gott, die ich erlebt habe. Und dafür bekommt dann jede Perle einen Namen. Das ist das Perlenarmband vom Bischof Lönnebo. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Jetzt habt ihr die Geschichte gehört, wie das Perlenarmband entstanden ist. Und ihr habt gemerkt, dass jede Perle von diesem Armband eine Bedeutung hat. Und die goldene, vielleicht habt ihr es ja auch schon gedacht, das ist die wichtigste, die größte Perle auch. Und es ist die Gottesperle. Die steht also für Gott, für den, der uns geschaffen hat, für den, zu dem wir immer beten, für den, der alles in seiner Hand hält. Aber es gibt ja noch mehr Perlen in dem Armband. Vielleicht ist noch ein Geheimnis in der Schatztruhe versteckt. Schau mal, ich habe unser großes Perlenarmband mir als Perlenarmband direkt am Arm geholt. Und findest du da die Gottesperle, die goldene? Hier. Die ist da oben, die glänzt so schön. Wollen wir noch mehr Geheimnisse über unser Perlenarmband rausfinden? Ja, dann machen wir uns auf den Weg zu unserer Schatzkiste. Bist du schon gespannt, was wir jetzt entdecken werden? Ja. Ich auch. Dann mach sie mal auf, die Kiste. Und was hast du gefunden in der Schatzkiste? Ich? Du hast dich selbst gefunden? Ja. Das ist sehr cool. Schau mal am Perlenarmband. Da gibt es eine Perle, die ist auch fast so wie ein Spiegel. Siehst du die? Hier. Die, genau, die Perlmutperle. Und das ist die Ich-Perle. Das heißt, dass du ganz arg wichtig bist für Gott. Und diese Perle soll dich daran erinnern. Dazwischen gibt es noch diese schöne Bernsteinperle. Und das ist die stille Perle. Mit der geht es jetzt weiter. Die stille Perle. Stille ist wichtig, damit wir zu uns selber kommen. Und stille ist wichtig, damit wir einen Draht zu Gott haben. Vielleicht ist es bei euch zu Hause jetzt gerade gar nicht so still. Vielleicht ist irgendwo ein Lärm, vielleicht sind die Kinder ein bisschen unruhig. Aber versucht mal, einen Moment der Stille zu halten und in dieser Stille den Draht zu Gott zu finden. Und damit ihr die Stille gut habt, gebe ich einen kleinen Impuls mit dieser Klangschale. Ihr könnt, wenn ihr wollt, die Augen schließen, auf den Klang hören, bis er verklungen ist und in dieser Zeit der Stille sie genießen und versuchen, einen Draht zu Gott aufzubauen. Also, versucht euch ein bisschen zu sammeln, die Kinder vielleicht mal so einen Moment still zu sein, wenn es geht. Ich warte noch einen Augenblick. Gut, jetzt. Ich schlage die Klangschale an und wir halten einen Moment der Stille.
der Stille, wenn ich zur Ruhe komme, dann kommen mir manchmal ganz viele Gedanken durch den Kopf. Und neben den ganz vielen schönen Gedanken im Kopf fallen mir manchmal auch Dinge ein, die ganz schön schwer sind oder die mich sogar traurig machen. Und schaut mal, da fühle ich mich manchmal, wie als wäre ich in der Wüste. Und in der Wüste, da ist es ganz heiß, man weiß nicht, wo man was zu trinken herbekommt, man hat nichts zu essen, es ist ein ganz lebensfeindlicher Ort. Da wächst auch nicht viel. Da können die meisten Pflanzen gar nicht überleben. Tiere finden da auch keinen Schutz. Und manchmal im Leben fühlt man sich so, als wie wenn man in so einer Wüste sitzt. Man hat Angst, man weiß gar nicht, was morgen sein wird. Und schaut mal, hier gibt es eine Perle, die finde ich hat so ein bisschen die Farbe von Sand. Und die gehört auch dazu. Die soll uns daran erinnern, dass es manchmal schwierige Zeiten im Leben gibt, die uns sogar Angst machen können, die mir Angst machen, die dir Angst machen. Und ein was mir gerade Angst macht, sind die Geschichten, die ich aus der Ukraine höre, wo Kinder jetzt mit ihren Familien auf der Flucht sind, wo sie ganz schnell ihre Sachen packen mussten und aus ihrem Haus raus mussten. Und die Väter mussten sogar zu Hause bleiben, die durften nicht das Land verlassen. Und ich glaube, diesen Kindern geht ganz schön viel Schlimmes auch vor. Die haben Angst, wissen nicht, wo sie morgen sein werden, was vielleicht auch aus dem Papa geworden ist. Und diese Wüstenperle soll uns daran erinnern, dass wir mit solchen Ängsten und Gedanken auch zu Gott kommen dürfen. Und dass er in solchen Zeiten den Menschen und auch vor allem den Kindern ganz nah sein will. Und damit wir uns da ganz arg dran erinnern, will ich ein Gebet sprechen. Lieber Gott, ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass du in schwierigen Zeiten bei uns bist, dass du in Wüstenzeiten ganz nah bei uns bist. Und da will ich mich drauf verlassen und ich möchte dich ganz arg darum bitten, dass du bei den Kindern in der Ukraine bist, dass du sie beschützt und behütest, dass du ihnen immer jemanden an die Seite stellst, der für sie da ist, der sich um sie kümmert. Und ich möchte dich auch ganz arg darum bitten, dass du Frieden schenkst in dieser ausweglosen Situation. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der da ist. Da bist. Amen. Es ist wichtig, für den Frieden zu beten. Es ist auch wichtig, Friedenslieder zu singen. Und eins der Lieder, auch ein ganz bekanntes, ist, wo Menschen sich vergessen. Und die letzte Strophe heißt: Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Ein Lied. Noch beten. Wir beten das wunderschöne Perlengebet.
Und wir beginnen wieder mit unserem Gebetslied. Wisst ihr noch, wie es ging? Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Ich bin einmalig. Gott, du hast mich wunderbar gemacht. In meiner Taufe hast du Ja zu mir gesagt. Manchmal bin ich traurig. Tröste mich. Du bist zu mir wie ein Vater. Du sorgst für mich. Du hast mich lieb. Hilf mir, andere zu lieben. Gott, das Leben mit dir ist spannend und voller Geheimnisse. Aber manchmal habe ich Angst. Doch du, Gott, bist immer bei mir. Nach jeder Nacht kommt ein neuer Tag. Und wenn ich traurig bin, Gott, dann schenkst du mir neue Hoffnung. Denn du bist ewig. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Nahe, du bist Licht und ich bin dein. Und wir beten alle zusammen, wenn ihr mögt, faltet ihr auch die Hände. Das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Gott segne euch und behüte euch. Er segne euch und die ganze Welt. Gott segne euch und eure Familien. Er schenke euch Frieden und lasse euch zu Friedensstiftern werden. Gott gebe euch Kraft auf eurem Weg und nehme euch die Angst vor dem, was kommt. Gebe euch Vertrauen und Zuversicht. Das gewähre uns der Gute, menschenfreundlicher und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Am Ende von jedem Gottesdienst sammeln wir ja immer eine Spende ein. Und heute wollen wir unbedingt für die Ukraine sammeln. Ich habe hier eine große Spendenbox dabei, eine Weltkugel, wo man sieht, wie nah Europa und Russland sind. Wir wussten vielleicht bis jetzt gar nicht, dass Nürnberg eine Partnerstadt hat in der Ukraine, Charkiw. Und für diesen Partnerverein wollen wir heute sammeln, diese Spendenbox. Da oben kann man das Geld reinstecken, findet ihr dann später in der Kirche. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Spende da reinstecken. Dann freuen sich die Kinder und die Familien in der Ukraine. Ja, und so wie ihr das aus den anderen Wunderland-Gottesdiensten in der Corona-Zeit kennt, der Gottesdienst ist nicht vorbei. Ihr dürft euch auf den Weg machen und in die Kirchen zum Guten Hirten in Boxdorf, in St. Thomas gehen. Und dort gibt es in den Kirchenräumen was zu entdecken. Und da wartet jemand auf euch, der euch auch noch eine interessante Geschichte, zum Beispiel über die Wüstenperle, zu erzählen hat, nämlich der Elia. Was es mit dem Elia auf sich hat, das verraten wir jetzt nicht. Dazu müsst ihr in die Kirchen kommen und es dort entdecken. Gibt es auch noch andere Sachen zum Basteln und kleine Stationen. Lasst euch einfach überraschen.
Und jetzt geht's weiter an unserem Wunderland Gottesdienstsonntag. Und zwar könnt ihr in beide Kirchen in Boxdorf kommen. Um 11 bis 13 Uhr findet ihr nämlich euer Starterpaket in der Kirche zum Guten Hirten. Und von 15 bis 17 Uhr könnt ihr auch euer Starterpaket abholen in St. Thomas. Wichtig ist, für jedes Kind gibt es ein Starterpaket. Für die Erwachsenen noch der Hinweis, wer jetzt sagt, ich hätte auch gern so ein Armband, um mich daran zu erinnern, was Gott in meinem Leben auch bewirkt, man kann es auch gerne kaufen, und zwar am 20. März oder am 22. Mai. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei den Stationen und tschüss.